Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Familienmitglieder, liebe Freunde der großen Schule, liebe Wolfenbüttler, liebe Gäste von fern und nah, Sie alle begrüße ich auf das Herzlichste zu unserem ersten und letzten, zu unserem einzigen Jubiläumskonzert im Jahr 2018 hier in der herrlichen Kirche St. Trinitatis in unserem schönen, sonnigen Wolfenbüttel. Herzlich willkommen an Sie alle. Sie haben möglicherweise das kleine Arrangement bemerkt, wie wir unter Erfindung neuer Tonlagen, wie zum Beispiel Apple, ein musikalisches Buchstabieren erlebt haben. Sie haben vielleicht auch herausgehört, in den Vielklängen einen Quartettklang, einen Septettklang, einen Quintettklang, vier, sieben, fünf. Eine kleine inszenierte Reminiszenz an unseren Geburtstag, den wir in diesem Jahr feiern wollen. Und Sie alle haben die Zeit gefunden, dabei zu sein. Und dafür sagen wir ganz herzlich Dankeschön. Es ist wunderschön, dass Sie alle hier sind. Herzlichen Dank. Und zwar jeden Tag.
Die Nahrungen sind über Jahre hinweg. Und ich möchte von denen sprechen, die als Jubilare, als ehemalige Abiturienten zu uns zurückkehren nach Jahrzehnten. Das sind unsere Schülerinnen und Schüler. Seit 475 Jahren begleiten wir junge Menschen auf ihrem Weg in einen Beruf, in ein Leben. Und wir hoffen jedes Mal, es möge ein glückliches werden. Wir treffen diese Schülerinnen und Schüler in unserer Gegenwart wieder, im Skiprojekt der großen Schule als Skilehrer. Wir treffen sie in der Musik als Mitglieder des Orchesters. Wir treffen sie im Sport der PG. Wir treffen diese Schülerinnen und Schüler, die uns in der Vergangenheit bereits einmal anvertraut gewesen sind, im Konzilium Germanicum. Wir treffen sie im ehemaligen Verein und wir treffen auch auf unseren Elternabend. Es gibt Familien, die haben ihre Kinder in der fünften Generation an die große Schule geschickt. Das ist doch eine schöne Erinnerung. Ich finde, diese Bindung zwischen den Menschen ist die schönste Spielart, sich an das Vergangene zu erinnern. Und wenn man das erleben darf, ist auch das ein Geschenk. Und heute dürfen wir auch etwas davon erleben. Wir haben in unserem Jubiläumsorchester, liebe Gäste, mehr als 60 ehemalige Schülerinnen und Schüler. Bei manchen würden Sie sagen, ach, die waren auch mal Schüler. Ja, die waren auch mal Schüler, sind jetzt älter, finde ich. Und Sie selbst sind ja vielleicht auch mit Ihren Familien schon mal früher in Kontakt gewesen mit der großen Schule. Ich habe eine dieser Schülerinnen angesprochen und habe ihr gesagt, Mensch, das finde ich klasse. Ihr seid so viele und ihr seid alle hier, um im Orchester mitzuspielen. Das finde ich großartig. Sie hat mir geantwortet, wieso? Das ist doch ganz normal, der Hase hat uns gerufen. Und dann sind wir alle gekommen. Auch uns diese Möglichkeit erhalten, so beieinander zu sein, wie es heute ist.